takimde izliyor. Eğlence programı hafta sonu saat 22'deki gece bülteni öncesi gelecek ekranınıza. Haberlerden sonra Merhaba adlı yapımda devam edecek olan 5. program yayınımız, eğlence programı 24'e doğruyla son bulacak. Yarınki yayın akışımız böyle. Şimdi Eksil Türk Hayatı belgesel diziyi sunacağız. 1930'lu yıllarda Almanya'da Adolf Hitler'in iktidara geçmesiyle birlikte rejimin baskısı yüzünden ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan birçok Alman ve Avusturyalı ikinci bir vatan olarak kendilerine kucak açan Türkiye'yi seçmişlerdi. 1933 yılından itibaren bu ülkelerden Türkiye'ye 700-800 kadar göçmen gelmişti. Bunlar arasında bilim adamı, düşünür ve sanatçı bulunuyordu. İkinci Dünya Savaşı sonunda bu göçmenlerin bir kısmı ülkelerine geri döndü. Ama Türkiye ile ilişkilerini hiçbir zaman koparmadılar. Bir kısmı ise Türkiye'de kaldı ve hala yaşamaya devam ediyor. Eksil Türkay adlı 3 programdan oluşan dizi işte bu kişilerin Türkiye'deki yaşantılarını ve Türkiye izlenimlerini anlatıyor. Dizi Almanca olarak hazırlandı. Türkçesi ise önümüzdeki günlerde televizyonun 1. programında yayınlanacak. Dizimizi izliyoruz. Nach vielen Jahren bin ich wieder in dieser Stadt. Mir ist, als werde jeden Augenblick ein Bekannter auftauchen und mich freundschaftlich umarmen. Die berühmten Turmuhren von Chorum, wie oft sie in dieser langen Zeit wohl getickt haben. Von 1944 bis heute sind es genau 47 Jahre. Ja, damals, vor 47 Jahren, habe ich eine Zeit lang als junger Springinsfeld in dieser Stadt gelebt. Durch diese Straßen tollte ich mit meinen Spielgefährten. In einem dieser Häuser wohnten wir. Mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich. Aber in welchem?
Die meisten Häuser und Konaks von damals sind verschwunden. Wo sie einmal standen, türmen sich jetzt Wohnblocks und Betonklötze. Und von den alten Häusern, die hier noch stehen, verfallen die meisten. Als habe man sie ihrem Schicksal überlassen. Ich werde unser Haus, dessen Fassade ganz verschwommen in meinem Gedächtnis haften blieb, wohl nicht wiederfinden. Aber wenn ich diese alten Straßen betrachte, sehe ich meine Schwester, ihre Freundin Edith Blümel und Bedia, die Tochter unseres türkischen Hauswirts, wie sie Arm in Arm, fröhlich plaudernd dort entlang gehen. Wir sind hier in Çorum, einer kleinen Stadt im Norden Mittelanatoliens, nicht weit von der Küste des Schwarzen Meeres. Wenn sich diese Stadt bis heute auch ganz schön gemausert hat, damals war es ein kleiner Ort. Nein, nicht nur ich. Damals lebten hier etwa 200 Deutsche, ungefähr ein Jahr lang. Was hatten wir hier verloren? Warum waren wir hergekommen? Oder, nach einer türkischen Redewendung, welcher Sturmwind hatte uns aus unserem Heimatdorf hierher geweht? Nun, dieser Wind war ein mörderischer namens Adolf Hitler. Adolf Hitler, dem Führer der Nationalsozialistischen Partei, war es gelungen, am 30. Januar 1933 Kanzler zu werden. Obwohl seine Partei weder in der Regierungskoalition noch im Parlament, dem Reichstag, die Mehrheit hatte. Und damit bahnte sich eine Katastrophe an, die in einem weltweiten Blutbad enden sollte. Im selben Jahr noch verbrannten die Nationalsozialisten, die sogenannten Nazis, auf öffentlichen Plätzen alle Bücher der Autoren, die ihnen nicht genehm waren. In kürzester Zeit wurde der Reichstag aufgelöst, wurden die Gewerkschaften verboten und jede Opposition zum Schweigen gebracht. Junge Menschen wurden in der Hitlerjugend zusammengefasst, wo sie schon von Kindesbeinen an im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung erzogen wurden. Außer dem Erziehungswesen wurden auch alle kulturellen Institutionen und alle Medien der Kontrolle der nationalsozialistischen Partei unterworfen. Die Deutschen wurden als allen überlegene arische Rasse erklärt. Eheschließungen mit andersrassischen, insbesondere jüdischen Mitbürgern, verboten. Letztere wurden aus allen öffentlichen Ämtern entfernt, ihre Tätigkeit in erzieherischen und künstlerischen Berufen behindert. In der sogenannten Reichskristallnacht vom 9. zum 10. November 1938 fand das erste Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung statt. Wurden ihre Häuser und Geschäfte verwüstet, ihr Eigentum beschlagnahmt, und wer sich dagegen auflehnte, kam ins Gefängnis, ins Konzentrationslager oder wurde totgeschlagen. Also machten sich, um Leib und Leben zu retten, ab Frühjahr 1933 abertausende Deutsche auf und flüchteten ins Ausland, wohin auch immer.
Nun ist es ja kein Pappenstiel, seine Heimat zu verlassen. Das Land, in dem man geboren war, wo man aufgewachsen war, wo man jahrelang gearbeitet, sich eine Existenz geschaffen hatte, wo Freunde und Verwandte lebten, das man liebte, um in die Fremde zu ziehen, von der man nicht wusste, wie die Bevölkerung, deren Sprache und Tradition man nicht kannte, einen aufnehmen würde. Und wenn überhaupt, wie weit man dort eine Arbeit finden, sich eine neue Existenz schaffen konnte. Man tat sich also schwer bei der Wahl seiner Zuflucht. Und etwa 800 Betroffene entschieden sich für die türkische Republik. Die Türkei, unter der politischen Führung von Mustafa Kemal ein starkes und stabiles Land, befand sich in einem rasanten kulturellen Wandel. Ganz besonders auf den Gebieten der wissenschaftlichen Forschung, der Lehre und der schönen Künste. Für manche war das Bündnis zwischen dem Osmanischen und Deutschen Reich im Ersten Weltkrieg ausschlaggebend, um hier Zuflucht zu suchen. Andere kannten das Land von früheren Reisen. Viele hatten aber auch Freunde und Bekannte, die hier lebten, oder Kollegen, die hier beruflich tätig waren. Wir waren schon vorher mal dort in Urlaub und haben auch gesehen, was an der Akademie gemacht wird. Und dann, 1938, waren wir in Paris und da bekamen wir eines Tages einen Brief vom Professor Taut, der deutsche, bekannte deutsche Architekt. Der war Professor in Istanbul damals an der Akademie und der hat gesagt, er hat schon im Ministerium vorgesprochen, man will uns dort haben als Architekten, und zwar also im Unterrichtsministerium, weil mein Mann war Spezialist für Schulbau und ich speziell für Frauenberufsschulen, Kinderanstalten, Wohnungsbau und so. Und dadurch haben wir sehr gute Verträge bekommen mit der türkischen Regierung und sind dann im August 1938 ganz nach Istanbul übersiedelt. Mein Vater ist aus politischen Gründen, wie Sie wissen, zunächst einmal nach England emigriert und hat dort über einige Monate hinweg versucht, irgendwo Arbeit, eine Aufgabe zu finden. Und damals, Anfang 1935, hat er sich unter anderem mit vielen anderen auch an seinen Kollegen, Reichstagsabgeordneten Fritz Bade, gewandt, der in der Türkei schon tätig war. Und der hat ihm damals die Möglichkeit eröffnet, in Kontakt mit der türkischen Regierung eine Aufgabe dort zu finden. Ich war in Griechenland, ich war in Sofia, nicht wahr? Also ich meine, ich war an verschiedenen Stellen. Insofern hatte ich ganz besondere Beziehungen zu gewissen deutschen Stellen. Ja, in Sofia noch. Nicht wichtig, ja. Mhm. Wichtigen deutschen Stellen. Und wie gesagt, dort habe ich kennengelernt, diesen verschiedene Leute, die für mich bedeutsam waren. Auch den türkischen Konsul von Sofia, mit dem ich wieder eine gute Bekanntschaft gehabt habe. Und wie von Sofia bin ich dann, als die Situation etwas brenzlig wurde, dauernd nach Istanbul. Nach Istanbul weg. Und Sie, wann haben Sie Ihr Mann ist 1937 in die Türkei gekommen, Ihr verstorbener Mann? Mein verstorbener Mann ist 1937 in die Türkei gekommen. Was waren die Gründe, dass er in die Türkei gekommen ist? Ja, als sogenannter entarteter Künstler hatte er keine Zukunft mehr in Deutschland. In Deutschland? Ja. Und wie ausgerechnet, und warum ausgerechnet in die Türkei? In die Türkei. Er hat Beziehungen zur damaligen Generalkonsul Safet Arikan in Berlin gehabt. Mhm. Und da hat man ihm nahegelegt, der wusste um seine Position auch, dass ob er nicht in die Türkei wollte, da möchte man einen Professor für die Akademie der Künste. Für die Güzel-Sanatlar-Akademisi. Und so kam er nach Istanbul. Mein Vater musste im Jahr 1937
die Türkei aus politischen Gründen verlassen. Er hatte sich überworfen mit der politischen Leitung in der Türkei. Er wurde gewissermaßen letzten Moment gewarnt. In Deutschland? In Deutschland Türkei, gewarnt, ja. Doch schleunigst Deutschland zu verlassen, weil eine Verhaftung bevorstand. Und er ist dann getürmt. Er ist geflüchtet, er ist über Berlin ausgeflogen nach Bukarest. Das war in welchem Jahr? Das war 1937, im Sommer 1937. Und zwar muss es also wirklich sehr hektisch gewesen sein. Er ist geflohen nach Bukarest, weil ihm Freunde gesagt hatten, wenn er in Not ist, möge er nach Bukarest fahren, zu dem Hotel sowieso. Da ist ein Kurdewort, wo er dann auf einer Bank Geld abheben kann. Und er ist also nach Bukarest geflogen und in Bukarest ausgestiegen. Und er ist dort zur Besinnung gekommen und hat sich dort erinnert an seine guten Freunde Heilbronn in Istanbul in der Türkei und ist dann anschließend von Bukarest nach Istanbul gekommen. Dass wir Deutschland verließen, hatte zwei Gründe. Zum einen war mein Vater Sozialdemokrat und als Antifaschist politischem Druck ausgesetzt. Zum anderen war er mit einer Jüdin, meiner Mutter, verheiratet, was allerdings offiziell niemand wusste, nicht einmal ich. Ich war damals ein begeisterter Anhänger Adolf Hitlers und brannte darauf, in die Hitlerjugend aufgenommen zu werden. Bestimmt ein weiterer Grund für meine Eltern, Deutschland zu verlassen, um mich endlich aufklären zu können. Sie wählten die Türkei, weil dieses Land ihnen nicht fremd war. Schon in den 20er Jahren hatte mein Vater in der Türkei gearbeitet. Er war nach mittelalterlichem Brauch der Zünfte als Handwerksgeselle 1925 aufgebrochen, um 3 Jahre und einen Tag in der Fremde seinen Horizont zu erweitern, wie es hieß. Und er kam bis Ankara. Das Dach der deutschen Botschaft dort hat er noch gebaut. Von Ankara zog mein Vater nach Istanbul, wo er meine Mutter kennenlernte und heiratete. Ihre Familie ist serbischen Ursprungs und hatte sich schon vor Jahrzehnten in Istanbul niedergelassen. Durch diese Verbindung gelang es meinem Vater, unter dem Vorwand, eine Erbschaftsangelegenheit regeln zu müssen, noch 1938 ein Visum zu bekommen und nach Istanbul zu fahren. Meine Mutter blieb mit mir und meiner Schwester in Hamburg zurück. Sie wollte über Paris, wo meine Großmutter lebte, in die Türkei nachreisen. Sie hatte allerdings kein Visum und ließ deshalb alles in Deutschland zurück und bestieg auf gut Glück mit uns Kindern und leichtem Gepäck den Zug nach Frankreich. Ich kann mich noch an die 3 Männer erinnern, die zu uns ins Abteil kamen. 2 von ihnen waren Angehörige der Polizei oder von der Gestapo. Der 3. war ein Beamter der Deutschen Reichsbahn, ein älterer Mann. Er kontrollierte den Pass meiner Mutter. Und er muss auch gesehen haben, dass sie kein Ausreisevisum hatte. Trotzdem drehte der Mann, nachdem er einen Augenblick überlegt hatte, sich zu den beiden anderen um und sagte, alles in Ordnung, ein mutiger Mann. Daraufhin gingen die 3 ins nächste Abteil. Kurz darauf waren wir in Frankreich. Von Paris fuhren wir mit dem Zug nach Marseille und von dort mit einem Passagierdampfer, der Théophile Gautier, nach Istanbul. Solche ähnlichen Erlebnisse hatten damals viele Deutsche auf ihrer Flucht. Da waren große Schwierigkeiten und da kann ich mich erinnern, ich war ja kleiner Junge von 6 Jahren, dass nachdem mein Vater gerade geflohen war, er hat sich nächtens noch verabschiedet, ich hatte das alles als kleiner Junge gar nicht verstanden, dass er mich da also noch mal so
tränenreich umarmt hat. Am nächsten Tag war also auch die SS dann bei uns im Haus und hat also alles auf den Kopf gestellt. Und meiner Mutter wurde der Pass entzogen. Meine Mutter konnte also nicht ausreisen. Aber das hat sich, wie weiß ich nicht, nach 3 Monaten alles erledigt. Und 3 Monate später konnte dann meine Mutter mit ihren 3 Kindern in die Türkei reisen. Für uns Kinder herrschte natürlich eitel Sonnenschein. Neue Horizonte taten sich auf. Erwartungsvoll fieberten wir einer unbekannten Welt entgegen. Für mich war das alles ein ganz großes Erlebnis. Ich kann mich noch erinnern, wie wir mit dem Schlafwagen 3 Tage damals in die Türkei gefahren sind. Und das war ein großes Haus, was meine Eltern da gemietet hatten. Ein Haus, in dem mein jüngster Bruder noch heute lebt, in Bebek, schön oben am Berg, wunderbar. Ich war 7 Jahre und für einen 7-jährigen Jungen ist es natürlich ein tolles Abenteuer, in ein neues Land zu kommen. Da zählen ja die Äußerlichkeiten zunächst einmal gar nicht so sehr, sondern da sieht man plötzlich das Meer, habe ich das erste Mal, als wir in Istanbul ankamen, gesehen in meinem Leben, richtig mit Bewusstsein jedenfalls. Wir sind dann mit dem Expresszug, mit dem Nachtexpresszug nach Ankara gefahren. Als die Dämmerung hochkam, habe ich das erste Mal diese, ja, in ihrer Art wirklich schöne Steppenlandschaft um Ankara herum gesehen. Die Stadt war eine durchaus aufregende Stadt in mancher Hinsicht. Und das Wichtigste für ein Kind, das Wichtigste ist es sehr schnell gegangen, dass ich dann ein paar Freunde gefunden habe. Und da hat sich eine neue Welt aufgetan, voller Abenteuer, voller Freude. Das war für mich keine bedrückende, im Gegenteil, eine schöne Erfahrung. Für meine Eltern war das ein bisschen anders, denn es war der erste Schritt in die totale Emigration weg aus dem Heimatland. Mhm. Das heißt, dass Sie, als Sie in die Türkei kamen, sich ja eigentlich gar nicht fremd fühlten, also fremd im Sinne von Einsamkeit. Nein, also von Einsamkeit. Das habe ich nie empfunden eigentlich. Ich habe auch sehr schnell dann eine Lehrerin gefunden, die mich die ganzen Jahre in Ankara begleitet hat, mein ganzes Leben geprägt hat. Von Anbeginn an war sie eine wirklich tolle Persönlichkeit. Bei ihr habe ich, wie gesagt, auch Freunde gefunden, spielen auf der Straße welche gefunden. Ich habe ziemlich schnell Türkisch gelernt, sodass das eigentlich ein ganz natürlicher Prozess war. Nicht anders, als wenn man in Deutschland von einer Stadt zur anderen umzieht. Sie sagen, dass Sie auch engeren Kontakt zu türkischen Mitschülern hatten. Ja. Haben Sie in einer Schule die Sprachbarriere? Das war ja auch ein erster Schritt. Nein, ich bin nie in eine türkische Schule gegangen. Ich habe von 1935 bis 1944 bei einer Lehrerin, bei einer einzigen Lehrerin, Frau Kudret, sie lebt heute noch in Ankara, Unterricht gehabt. Eine faszinierende Persönlichkeit, heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Sie hat eigentlich die ganze Palette des Unterrichtsstoffs eines Gymnasiums unterrichtet. Die Naturwissenschaften, die Sprachen, die Geschichte, alles hat mich bis zum Abitur hingeführt. Aber das Türkisch habe ich zuerst von ihr sozusagen schulmäßig, in den ersten 6, 7 Monaten vielleicht schulmäßig gelernt. Aber das war begleitet von Kontakten auf der Straße, wie man spielt, sich als Kinder beriecht, sich ärgert, miteinander spielt. Ich hatte das Glück, ich war in einer Privatschule, geleitet von einer ganz außergewöhnlichen Lehrerin, eine Augsburgerin, die sich mit einem Türken verheiratet hatte. Sie nannte sich Leyla Kudret Erkönen. Erkönen. Ja. Mhm. Wohnte auch, ich glaube, das war auch sogar, jedenfalls, es war gegenüber. Und sie hat die Begabung gehabt, alle Fächer, Sprachen, Mathematik, Integral, Differential, ohne Taschenrechner damals noch. Ja. Und natürlich alle naturwissenschaftlichen Fächer, Geografie, ja, Biologie und so weiter, mhm, zu unterrichten. Und hat auch ziemlich prominente,
Schüler gehabt. Zur Matura vorbereitet. Mhm. Das heißt, sie konnten in europäischen Städten dann ihre Matura ablegen. Ja, ja, ohne Schwierigkeiten. Ja, ja. Diese Lehrerin, die ihre Schüler so beeindruckt hatte und an die sie sich so dankbar erinnern, ist Frau Leila Kudret Erkönen, eine Augsburgerin. Sie hatte in jungen Jahren den türkischen Studenten Kudret Erkönen kennengelernt, der nach Deutschland gekommen war, um seinen Ingenieur zu bauen. Sie hatte ihn geheiratet und war ihm in die Türkei gefolgt. Auch nach dem Tod ihres Mannes ist Frau Erkönen in Ankara geblieben und lebt jetzt in diesem hübschen kleinen Haus im Stadtviertel Kavaklıdere. Und heute, schon 96 Jahre alt, kann sie sich an die damalige Zeit noch sehr gut erinnern. Ich hatte ein Zimmer und dann bekommen sie ihren Stundenplan und nach dem Stundenplan haben wir gearbeitet. Und wie haben Sie die Unterrichtsfächer, welche Unterrichtsfächer haben Sie ihnen beigebracht? Alle oder einige? Alle. Denn ich habe zuerst Mathematik studiert und zwar beim Schwiegervater von Thomas Mann. Mhm. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen. Mein Vater ist schwedischer Abkunft. Und habe ihm gesagt, wenn ich jetzt, wissen Sie, damals, ich bin 1895 geboren. Mhm. Da waren die Frauen noch nicht so im Betrieb. Und da muss ich immer nur in der Schule. Ich kann da nicht irgendwo in einer Versicherung arbeiten oder in einer Fabrik. Das kann ich nicht. Jetzt will ich noch Sprachen studieren. Und dann habe ich Deutsch studiert, Germanistik, richtig Germanistik studiert und dann auf der Sorbonne in Frankreich Französisch. Zu meinem Glück waren gerade Schulferien, als wir in Istanbul ankamen. Es muss im Mai gewesen sein. Und während dieser drei folgenden Monate freundete ich mich mit türkischen Kindern an und lernte daher ziemlich schnell ihre Sprache. Dann kam ich auf das Internat des österreichischen Gymnasiums St. Georg in Istanbul. Es gab aber auch deutsche Kinder, die außer diesen privaten und ausländischen Schulen türkische Lehranstalten, staatliche Lehranstalten besuchten. Wir sind im September dorthin gekommen, da fingen die Schulen an. Meine Eltern haben mich sofort auf die İlk Mektep in Bebek geschickt. Das kann ich mir auch noch sehr gut erinnern. Also das war eine türkische Volksschule. Und ich kann mich also sehr gut erinnern. Diese ersten Eindrücke, die sind also bleibend. Meine Mutter ist dann wohl in die Schule gegangen, obwohl sie selber kein Türkisch konnte und hat dort mit den türkischen Lehrerinnen, das waren alles Lehrerinnen, furchtbar nette Frauen, Menschen, Persönlichkeiten. Und hat mit denen ausgemacht, dass ich mittags nicht nach Hause kommen darf, bis ich Türkisch kann. Waren Sie denn in einer Vorbereitungsklasse? Oder Nein, das war eine ganz normale erste Klasse. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich in Deutschland schon ein halbes Jahr zur Schule gegangen war. Ich konnte schon lesen und schreiben. Und insofern war das natürlich ideal, um Türkisch zu lernen. Ich weiß das noch, die erste Seite in dem Alphabet, Baba, Bana, Bal, Al, mit einem schönen Bild drunter. Ich konnte das lesen und während meine türkischen Kameraden noch stotterten, nicht, und das B und das A zusammenzogen, konnte ich das lesen und anhand des Bildes deuten, was es bedeutet. Und so habe ich also innerhalb von 2-3 Monaten Türkisch gelernt. Das war überhaupt kein Problem. Und hatten Sie Schwierigkeiten mit Ihren Mitschülern, oder? Nein, das war wunderbar und vielleicht auch, weil meine Mutter noch mal sich bemüht hatte. Ich wurde also mit einem niedlichen Mädchen, blonden Mädchen mit Zöpfchen, Inci. Ich grüße Sie in der Türkei, wenn Sie diese Sendung sieht, Inci Kaya, zusammengesetzt. Und er hatte wohl die Lehrerin Nisianem gesagt, also sei mal besonders nett zu dem kleinen Kurt. Und die hat mich am Händchen genommen und das war also wunderbar. Ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt. Die haben mich voll akzeptiert und aufgenommen. Aber es soll auch Ausnahmen gegeben haben. So schreibt Erna Eckstein, Frau
Frau des verstorbenen Dr. Albert Eckstein in ihren Erinnerungen. Klaus besuchte, nachdem er ein Jahr türkischen Privatunterricht erhalten hatte, die uns von dem Kultusminister besonders empfohlene Volksschule in der Altstadt. Nachdem er in den zwei ersten Tagen von anderen Kindern als Gyaul verprügelt worden war, hielt seine Klassenlehrerin eine Rede, in der sie sagte, dass die Klasse stolz sein könnte, einen Ausländer in ihren Kreisen zu haben. Von dem Tag ab fand er einen großen Freundeskreis und mit seiner Klassenlehrerin stand er jahrelang noch in enger Verbindung. Ähnliches habe ich jedenfalls nicht erlebt und ich hatte auch nie das Gefühl, von türkischen Kindern ausgegrenzt oder in diesem Sinne ein Fremder zu sein. In meiner Klasse waren 5 oder 6 Jungen Deutsche. Unter anderen waren da noch Armenier und Griechen. Die meisten Kinder aber waren Türken. Sie alle nahmen mich sofort in ihre Kreise auf. Keiner war abweisend, geschweige denn feindlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass es überhaupt Konflikte wegen der verschiedenen Nationalitäten gegeben hat. Übrigens habe ich meinen besten Freund Orhan Peker, der in dieser Schule kennengelernt. Er sollte später einer der berühmtesten türkischen Maler werden. Unsere Freundschaft, die in der Schule begann, währte ein Leben lang, bis zu seinem Tode. Immer wieder trafen wir uns, in der Türkei, in Deutschland, in Frankreich, ja sogar in Japan. Und wir schrieben einander regelmäßig. Eine Art Schock war es damals für mich, als ich erfuhr, dass meine Mutter Jüdin ist. Schließlich hatte man uns in Deutschland schon in der Volksschule die rassistische Ideologie des Nationalsozialismus eingehämmert und uns immer wieder beteuert, wie minderwertig doch Juden seien. In SA-Uniform kam unser Lehrer zum Unterricht. Und nun kein Wunder, dass ich selbst schon ein kleiner Nazi war. Und nun musste ich erfahren, dass ich selbst einen Makel hatte. Das war für einen Jungen damals ein schwer zu bewältigendes Problem. Wenn mein Vater mir jetzt auch manches erklärte, brauchte ich doch eine lange Zeit, um diesen Schock zu überwinden und um den ideologischen Schwachsinn des Nationalsozialismus zu erkennen. Wie ich schon sagte, für uns Kinder herrschte eitel Sonnenschein. Allein die Tatsache, dass es in der Türkei keinen Rassismus gab und die Kinder uns in ihre Mitte nahmen, genügte für unser ungetrübtes Glück. Für die Erwachsenen sah das Exil schon etwas anders aus. Gute nachbarliche Beziehungen und neue Freunde allein machten noch nicht satt. Um über die Runden zu kommen, brauchte es mehr. Und da war jedermanns Eigeninitiative gefragt. Und so bekam mein Vater eine Anstellung als Bauführer bei einer schweizerisch-englischen Gesellschaft für ein Projekt am Bosporus. Diese Firma baute Erdöltanks, die noch heute dort stehen. Doch nachdem der Krieg ausgebrochen war, drängte der englische Partner die Schweizer, den Deutschen zu entlassen. Sie hatten schließlich Erfolg und mein Vater wurde arbeitslos. Daraufhin tat er sich mit einem Türken zusammen und die beiden eröffneten eine Möbeltischlerei. Mein Mann war Spezialist für Schulbau und ich war Spezialistin für Wohnbau, Kinderanstalten und Frauenberufsschulen. Wer wollte Sie haben, darf ich mal? Das Ministerium für Unterricht wollte uns haben, dass wir in der Akademie arbeiten. Ich konnte aus den bekannten Gründen, eben auch in Deutschland, habe ich zwar angefangen, Jura zu studieren, aber mir wurde mitgeteilt, dass ich eben auch keine Examen ablegen dürfte. Ich bin daraufhin meinem Vater in die Türkei gefolgt und 1936 in die Türkei gekommen. Hatte aber damals außer einem angefangenen Jurastudium nichts aufzuweisen und habe deswegen gern jedenfalls selbstverständlich eine Tätigkeit in der Wirtschaft genommen. Ich bin in Ankara in eine Import-Export-Firma eingetreten, die aber sehr klein und sehr wenig bedeutend war, die auch nicht gut bezahlen konnte. Sie hatten gar keine Schwierigkeiten in die Türkei hat sie ohne weiteres? Die türkische Regierung war
Ihren Experten gegenüber außerordentlich großzügig. Und ich möchte das doch mal ganz ausdrücklich sagen, gerade in einer Zeit, wo das Thema Familienzuzug ja in Deutschland sehr problematisch ist. Die türkische Regierung hat all ihren Experten gestattet, ihre Familie, und zwar im weitesten Sinne, mitzubringen, Kinder, Kindeskinder, aber auch Schwager und Schwägerinnen, Onkel und Tante. Sie konnte unter der selbstverständlichen Voraussetzung, dass sich der Expert verpflichtete, für das Aufkommen dieser Familienmitglieder Sorge zu tragen. Aber es war deswegen überhaupt kein Problem für mich, eine Aufenthaltserlaubnis, ein Ikabet-Test-Kerissi zu erhalten. Ja, ja. Und auch eine Arbeitsgenehmigung, oder? Das hat jeweils die Firma, und, aber mit dem Ikabet-Test-Kerissi bekam ich jedenfalls für in der freien Wirtschaft diese Arbeitsgenehmigung. Ich habe in den 16 Jahren, in denen ich in der freien Wirtschaft gearbeitet habe, niemals die geringsten Schwierigkeiten gehabt, diese Genehmigung verlängert zu bekommen. Eine Arbeit zu finden war natürlich nicht immer so einfach. Und manch einer konnte so manche Überraschung erleben. Also der erste Grund war, dass ich berufen war, von diesem Professor Skalica seinen Posten zu übernehmen. In Istanbul. Als ich aber in die Türkei kam, da erklärte er mir, ja, er gebe seinen Posten ab, wenn ich seine Tochter heirate. Und das wollte ich nicht. Wollten nicht? Nein. Hatten Sie die Tochter vorher gesehen? Denn erstens einmal, nein, deswegen nein. Nicht, sondern ich war ja verlobt und ich hatte meine Bindungen in der Tschechoslowakei. Und wer in seinem erlernten Beruf keine Arbeitsmöglichkeit fand, versuchte sich eine Zeit lang in einem anderen Broterwerb. Und dort habe ich versucht, erstens einmal die Berufung nachzubriefen, ob das richtig ist und wahr ist. Und zweitens einmal, nicht wahr, wie kann ich es machen, dass ich in der Türkei bleiben kann. Ja. Und da habe ich übernommen, das Geschäft, ein Geschäft, ich habe errichtet, einen Laden als Kommissionsjob. Sie haben also praktisch nicht mehr als Mediziner gearbeitet, sondern als Kaufmann. Als Kaufmann. Mhm. Die ganze Zeit habe ich als Kaufmann gearbeitet. Und kurz und gut, nicht wahr, also als Kaufmann habe ich einen Laden gehabt. In Istanbul? In Istanbul. Während viele sich so abmühten, ihren Unterhalt zu bestreiten, sicherte ein Entschluss der türkischen Regierung vielen deutschen Professoren eine Heimstatt, in der sie ohne Existenzangst leben und arbeiten konnten. In jenen Jahren hatten deutsche Professoren, die außer Landes geflüchtet waren, die Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland gegründet. Ihr Anliegen war, den Kollegen, die in aller Herren Länder verstreut waren, Arbeitsplätze zu vermitteln, aber auch sonst zu helfen, wenn und wo Not am Mann war. Und um die Universitäten nach europäischem Muster zu reformieren und neue Fakultäten zu gründen, stand zur selben Zeit seit längerem die türkische Regierung mit dem Schweizer Wissenschaftler und Politiker Professor Meiche in Verbindung. Besagter Professor Meiche hatte zwischen der Notgemeinschaft und der türkischen Regierung vermittelt. Nach mehreren Gesprächen unterzeichneten Professor Philipp Schwarz für die Notgemeinschaft und der türkische Unterrichtsminister Dr. Reşit Galip für die türkische Regierung den grundlegenden Vertrag über die Anstellung deutscher Professoren an türkischen Universitäten. Dieser Vertrag bot ihnen ein solides Gehalt im Gegenwert von ca. 1000 Reichsmark, Reise- und Umzugskosten und eine feste Anstellung auf 5 Jahre. Im Gegenzug sollten die Professoren möglichst schnell Türkisch lernen und ihre Lehrbücher verfassen. Mein Vater war Assistent an einem landwirtschaftlichen Institut, Institut für Marktwirtschaft hieß es. Und er wurde 1934 und die restlichen Mitarbeiter und auch der Direktor aufgefordert, in die Partei einzutreten. Und das haben alle verweigert. Und
damit wurde das ganze Institut aufgelöst. Es gab damals in Zürich, glaube ich, bin nicht so genau informiert, nur das, was ich also von meinem Vater noch weiß, mein Vater ist vor 3 Jahren gestorben, es gab in Zürich eine Notgemeinschaft ausländischer Wissenschaftler. Und über diese Notgemeinschaft ausländischer Wissenschaftler, die sich also hauptsächlich vom nationalsozialistischen Regime verfolgten Wissenschaftlern widmete, über diese Notgemeinschaft bekam mein Vater die Möglichkeit, in der Türkei zu arbeiten. In den 30er Jahren wurde mein Vater aus rassischen Gründen, wie man damals so schön zu sagen pflegte, aus dem städtischen Dienst in Berlin entlassen. Und es bot sich die Chance einer Berufung in die Türkei. Zur gleichen Zeit, eben in der gleichen Zeit, in der in Deutschland eben die Nazis viele Wissenschaftler, viele bekannte Persönlichkeiten aus dem Staatsdienst entlassen hatten, hatte sich in der Türkei die Entwicklung ergeben, beziehungsweise nicht die Entwicklung, Entschuldigung, das möchte ich ergeben, dass Kemal Atatürk im Rahmen seines Modernisierungsprogramms, er wollte ja die Türkei, wollte und sein Ziel war es, die Türkei zu einem europäischen Land zu machen, eben in allen Institutionen, Hochschulen, Forschungsinstituten, Ministerien und so weiter, Experten braucht. Experten aus der ganzen Welt. Und es war hier eben die Chance für deutsche Experten, in der Türkei eine Aufgabe zu finden. Schon 2 Monate nach Vertragsabschluss waren die meisten der verpflichteten Professoren in der Türkei. Professor Schwarz, einer der Unterzeichner des Vertrages, schreibt in seinen Erinnerungen über diese Ankunft: Im Laufe des Oktobers trafen beinahe alle meine Freunde mit ihren Familien, Schwestern, Müttern, Schwiegermüttern und Assistenten ein. Man sah sie, etwa 150 Menschen, überall. Am Taksimplatz, in der Istiklal Caddesi, in den Moscheen und Museen, auf Schiffen, auf den Inseln und vor allem an den Badestränden. Sie kamen direkt aus Deutschland, wo sie, verachtet und verfolgt, ihre oft alten Patrizierhäuser verließen. Oder aus bescheidenen Boardinghäusern Englands oder übervölkerten, billigen Pariser Pensionen, in welchen sie als bedrängte Immigranten weilten. Nun lebten sie, in glücklicher Erregung, von einem gastfreundlichen Volk umgeben, frei als verehrte, ja, verwöhnte Einwanderer. Zählt man denen, die wie wir auf gut Glück hergereist waren, die Gruppe der verpflichteten Professoren samt Familie, Assistenten und technischem Hilfspersonal hinzu, so lebten damals in den 30er und 40er Jahren etwa 800 Deutsche in der Türkei. Übrigens, und das sollte nicht vergessen werden, gelang es der türkischen Regierung, einigen Wissenschaftlern, die bereits verhaftet oder in Konzentrationslager eingeliefert waren, die Ausreise in die Türkei zu ermöglichen. Für beide Seiten ergaben sich Fragen, die der Antwort bedurften. Die Deutschen waren gespannt darauf, ob die türkische Seite ihre Versprechen halten, die zugesagten Gehälter zahlen und die erforderlichen Arbeitsbedingungen schaffen würde. Man war auch neugierig darauf, wie sich die Beziehungen zu den türkischen Kollegen und Studenten gestalten würden. Man fragte sich aber auch, was wohl geschehe, wenn sich die türkische Regierung Nazi-Deutschland außenpolitisch annähern sollte. Für die junge türkische Republik dagegen war es eine Frage des nationalen Prestiges, den neuen Professoren an Fakultäten und Instituten gute Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen. Man stellte sich aber auch die Frage, ob die ausländischen Wissenschaftler ihr Tätigkeitsfeld zum Wohle des Landes bestellen und die lang ersehnten Reformen herbeiführen würden. Und man fragte sich, wie weit sie ihre Arbeiten
mit den Traditionen und Lebensbedingungen des Gastlandes in Einklang bringen konnten. Bei seiner Ansprache während der Vertragsunterzeichnung sagte der türkische Minister für Wissenschaften und Erziehung, Dr. Reşit Galip: Als vor fast 500 Jahren Konstantinopel fiel, beschlossen die byzantinischen Gelehrten, das Land zu verlassen. Man konnte sie nicht zurückhalten. Viele von ihnen gingen nach Italien. Die Renaissance war das Ergebnis. Heute haben wir uns vorbereitet, von Europa eine Gegengabe zu empfangen. Wir erhoffen eine Bereicherung, ja, die Erneuerung unserer Nation. Bringen Sie uns Ihr Wissen und Ihre Methoden. Zeigen Sie unserer Jugend den Weg zum Fortschritt. Wir bieten Ihnen unsere Dankbarkeit und Verehrung an. Ja, beide Seiten hatten ihre Erwartungen und erst mit der Zeit würde sich erweisen, wie weit sie sich erfüllten. Aber eins war damals schon sicher: Die Türkei war der Retter in unserer Not. Auf der Flucht vor politischer Willkür und dem Terror des Nazi-Regimes suchten in den 30er und 40er Jahren etwa 800 Deutsche Zuflucht in der Türkei. Unter ihnen viele Wissenschaftler durch die Vermittlung der Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland. Manche bestritten ihr Einkommen in ihrem erlernten Beruf. Andere nahmen jede Arbeit an, die sich ihnen gerade bot. Wissenschaftler, die durch die Notgemeinschaft vermittelt worden waren, konnten auf eine Vereinbarung zurückgreifen. Sie sollten an den türkischen Universitäten Vorlesungen halten und das ihre zum Gelingen der geplanten Reformen beitragen. Im Gegenzug wollte die türkische Regierung ihnen ein angemessenes Einkommen sichern und die erforderlichen Arbeitsbedingungen schaffen. Es fragte sich, wie weit beide Seiten die gestellten Bedingungen erfüllen konnten. Im November 1933 öffneten die türkischen Universitäten zum Wintersemester wieder ihre Tore. Professor Philipp Schwarz, der im Namen der Notgemeinschaft das Abkommen mit der türkischen Regierung unterzeichnet hatte, schildert in seinen Erinnerungen jene Tage wie folgt. Mit Eröffnung des Studienjahres verteilten sich die Wissenschaftler in die Institute. In improvisierten Hörsälen, oft auf Tischen, auf einer Kiste stehend oder sitzend, begannen wir zu lehren. Ein türkischer Mitarbeiter übersetzte Satz für Satz, und zwar ausgezeichnet. Die Wissenschaftler wurden in den Universitäten von Istanbul und Ankara eingesetzt. Und sie lehrten nicht nur, sondern sie waren auch Beauftragte der türkischen Regierung, um bestimmte Reformvorhaben und Projekte zu verwirklichen. Sie planten und entwarfen Regierungsbauten, betätigten sich im Städtebau, gründeten Gewerbeschulen und Laboratorien.
Die Universität von Istanbul war damals eine betagte Institution. Und die meisten einheimischen Lehrkräfte waren dort schon seit Jahren tätig. So blieb nicht aus, dass manche die Neuankömmlinge mit Misstrauen begegneten. Darunter besonders die entlassenen oder heruntergestuften Lehrer der alten traditionellen Bildungseinrichtungen und vor allem die Gegner der geplanten Reformen. Reformen, die jetzt in der Öffentlichkeit heftig diskutiert wurden. Mit den Studenten dagegen gab es keine Probleme. Dazu Professor Philipp Schwarz. Die Studenten waren mit Ernst und regem Interesse bei der Sache. Mit der Zeit wurden die Beziehungen zwischen dem fremden Lehrer und seinen Schülern enger. Man versteht uns, wir werden Freunde. Im Gegensatz zu Istanbul war die Universität von Ankara, dem Zentrum der politischen Reformen, erst nach der Ausrufung der Republik gegründet worden und daher allem Neuen gegenüber aufgeschlossen. Damals wurde in Ankara als Nukleus, als Kernstück für die Universität das Musterkrankenhaus gegründet, aus dem sich später... Bitte? Das Numune Hastan, also es, beziehungsweise... Es, Atatürks Plan war es, neben der Universität Istanbul noch eine zweite Universität, beziehungsweise in seiner neuen, jungen Hauptstadt eine Universität zu gründen. Die erste Gründung in dieser, also der erste Schritt dazu war die Schaffung einer landwirtschaftlichen Hochschule, eben aus dem sehr logischen Erkenntnis heraus, dass ein Land, das damals zu 90% Bauernbevölkerung hatte, vor allen Dingen eine moderne Landwirtschaft brauchte. Deswegen wurde eben 1927 bereits die Landwirtschaftliche Hochschule gegründet. Wenig oder etwa 3-4 Jahre später entstand die Dilthari Geographia Fakultät, die Fakultät für Geschichte, Geographie und Sprachen als Kernstück der Philosophischen Fakultät. Somit fanden die mit der Gründung der Republik begonnenen Reformen, zum Beispiel der Wirtschaft, des Rechtswesens und der Grundschulen, auch im Hochschulbereich ihre Fortsetzung. Doch als die in Angriff genommenen Arbeiten die ersten Früchte zeitigten, erschütterten zwei Ereignisse das türkische Volk, aber auch uns Deutsche, ja, die ganze Welt. Das erste Ereignis war der Tod Atatürks. Am 10. November 1938 starb Kemal Atatürk, Gründer der türkischen Republik, als oberster Heerführer im Unabhängigkeitskrieg Befreier seines Volkes und eigentlich auch unser Retter, nach langer Krankheit im Schloss Dolmabahçe in Istanbul. Ja, wie wir angekommen sind, war er schon sehr schwer krank. Und wir wohnten ja direkt über dem Schloss, wo er gewohnt hat und auch gestorben ist, über Dolmabahçe. Und da haben wir dann jeden Tag schon gewartet, dass die schwarze Fahne herauskommt. Und eines Tages war die schwarze Fahne da, er war gestorben. Und dann haben wir das ganze Begräbnis von unserem Dach, wir hatten so auf einem hohen Betonbau, hatten wir ein flaches Dach, haben wir dann das ganze Begräbnis unten gesehen. Das war ja eine große Sache, das Begräbnis von Kemal Atatürk. An seinem Staatsbegräbnis nahm die gesamte Bevölkerung Anteil. Sowohl in Istanbul als auch in Ankara, wo er begraben wurde. Und sein Katafalk wurde von einem der Menschen gestaltet, denen er in seinem Land Zuflucht gewährt hatte, dem deutschen Architekten Bruno Taut. Der für die Türken so schmerzliche Tod Atatürks versetzte auch die Deutschen in Trauer und beunruhigte sie zugleich. Man fragte sich nämlich besorgt, wie weit wohl dieser Tod die türkische Innen- und Außenpolitik beeinflussen würde. Doch bald schon stellte sich heraus, dass diese Sorge grundlos war. An Atatürks Stelle wurde sein langjähriger Gefährte und Freund İsmet İnönü Präsident der Republik und setzte die bisherige Politik fort. Das zweite Ereignis trat am 1. September 1939 ein. An jenem Tag überschritt die deutsche Wehrmacht auf Befehl Adolf Hitlers die polnische Grenze. Damit begann der Krieg, der später als Zweiter Weltkrieg in die Geschichte eingehen sollte.
Die Kampfhandlungen, die in Polen begannen, dehnten sich nämlich nach und nach über die ganze Welt aus. Denn nachdem sie anfangs mehrere Schlachten gewonnen hatten, rückten die deutschen Armeen sehr schnell in alle vier Himmelsrichtungen vor. Denn sowohl die Achsenmächte als auch die Alliierten gaben sich alle erdenkliche Mühe, die neutrale Türkei als Verbündeten zu gewinnen. Doch İsmet İnönü, getreu dem Prinzip Atatürks Friede im Land, Frieden in der Welt, gelang es mit diplomatischem Geschick, beide Seiten lange Zeit hinzuhalten, sodass die Türkei eines der wenigen Länder war, das seine Neutralität fast bis Kriegsende wahren konnte. Für uns Kinder hatten diese Probleme natürlich noch keine Bedeutung. Wie viele Deutsche, die in Istanbul lebten, wohnte unsere Familie in Tarabya am Bosporus. Außer uns wohnten hier auch noch andere Ausländer, wie Franzosen, Italiener, Engländer, dazu Minderheiten wie Griechen, Juden und Armenier. Außerdem befanden sich hier die Sommerresidenzen mehrerer diplomatischer Vertretungen. Und hier verlebte ich die sorglosen Jahre meiner Kindheit und die aufregenden Übergangsphasen zum Jugendlichen und zum jungen Mann. Damals war Akkordeonspielen in, also musste ich es unbedingt lernen. Ab und zu spiele ich heute noch. Im Schwimmen war ich weit und breit das Ass an unseren Gestaden. Und um den Mädchen zu imponieren, waren mir kein Sprungbrett und keine Klippe hoch genug. Und die Wasser des Bosporus strömten noch klar und sauber vor der Badeanstalt von Tarabya. Unsere guten Freunde waren die Familie Holzmeister. Professor Clemens Holzmeister hatte einen Lehrstuhl für Architektur an der Technischen Hochschule und an der Akademie der Schönen Künste. Wir saßen oft im Park der Familie Holzmeister bei Kaffee und Kuchen gemütlich beisammen. Mein Vater wurde von Kemal Atatürk berufen. Mhm. Die Kriegsministerien und das Parlamentsgebäude und auch seinen Palast in Çankaya zu entwerfen und zu bauen. Mhm. Das heißt, mein Vater hatte eine ganz fixe Stellung dank Kemal Atatürks. Mhm. Und das hat ihn, er war ja ein freiwilliger Auswanderer aus der krisischen Zeit. Mhm. Und das hat uns von vielen Sachen sehr, sehr befreit. Ja. Und in welchem Jahr seid ihr eigentlich in die Türkei? Mein Vater war schon 38 dort und er hat dann meine Mutter und mich, ich war dann also ein paar Monate alt, 39 nach Istanbul kommen lassen, wo wir in Tarabya am Bosporus ein herrliches ehemaliges Hotelgebäude bewohnen durften, das inmitten eines wilden Parks stand. Und ich mich noch erinnern kann, dass ich mit meinem Vater also oft Streifzüge durch diesen Park gemacht habe und wir mit also bunten Blumen und Büschen nach Hause gekommen sind und das Ganze einfach geschmückt haben. Damals, bitte, das lag ganz am Meer und damals ist also meine ungeheure Liebe zum Meer. Ich habe auch dort schwimmen gelernt und du warst ja da nicht ganz unschuldig, mir Schwimmen beizubringen mit 3-4 Jahren, ja, weiß nicht. Ja, ja. Diese Liebe zum Meer, die verfolgt mich, die habe ich nie abgelegt und ich kann nie ein Bergler werden, so wie es mein Vater war, der das Meer immer gefürchtet hat. Während wir Kinder badeten, Blumen pflückten und Akkordeon spielten, waren die deutschen Truppen bis an die Küste des Schwarzen Meeres vorgedrungen. Meine einzige Erinnerung an Kriegshandlungen stammt aus jenen Tagen. Eines Morgens kam der Sohn unseres Badewärters Ahmet Efendi angelaufen. Er war ganz aufgeregt. Komm schnell, rief er,
Unten in der Bucht schwimmen Leichen. Leichen von Soldaten. Wir rannten hinunter ans Ufer. Im Wasser lagen wirklich tote Soldaten. Soldaten in deutschen und russischen Uniformen. Wahrscheinlich hat es im Schwarzen Meer Kampfhandlungen gegeben und die Opfer waren mit der Strömung bis hierher getrieben. Sie hingen noch in ihren Schwimmwesten und ihre Gesichter und Hände waren vom Salzwasser zerfressen. Zum ersten Mal sah ich das Grauen des Krieges. Bald darauf kamen Bedienstete der russischen und der deutschen Botschaft und beide Seiten reklamierten ihre Toten. Ich erinnere mich auch noch an den alten Fischer in seinem Boot, wie er zu den schweigenden Menschen am Ufer sagte, warum begraben Sie die armen Jungen nicht zusammen, nachdem sie wie Brüder friedlich beieinander diese lange Seereise hinter sich gebracht haben? Warum sie trennen? Sie gehören in ein gemeinsames Grab. Bis dahin hatte ich noch nicht darüber nachgedacht, dass letztlich alle Menschen Brüder sind. Wenn die Türkei sich auch nicht im Krieg befand, so waren die Belastungen, die dieser Zweite Weltkrieg mit sich brachte, im Lande doch immer stärker spürbar. Wer wie mein Vater eine Arbeit hatte oder einen staatlichen Vertrag, war ja finanziell abgesichert. Schlechter erging es schon denen, die ohne Arbeitsvertrag in die Türkei geflüchtet waren. Oder den wissenschaftlichen Hilfskräften, die ihren Professoren gefolgt waren. Sie mussten sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser halten oder waren auf die Unterstützung anderer angewiesen. Außerdem vermissten sie die weltweiten wissenschaftlichen Kontakte, um sich einen Namen zu machen, der ihre berufliche Zukunft sicherte. Hinzu kam die Befürchtung, die türkische Regierung könnte ins Kriegsgeschehen eingreifen und die Angst vor den deutschen Truppen, die sich der türkischen Grenze näherten. All dies, aber auch lukrative Angebote, veranlassten manche von ihnen, erneut ihre Koffer zu packen und in die Vereinigten Staaten oder ein anderes Land auszuwandern. Eine 12-köpfige Gruppe unter der Führung des Architekten Eichholzer hatte sich zusammengetan, von denen einige 1940 die Türkei wieder verließen. Sie wollten in Österreich ein Widerstandsnetz gegen den Nationalsozialismus aufbauen. Ja, ich wollte etwas für den Widerstand tun gegen den Nationalsozialismus. Und da hat sich eine österreichische Gruppe in Istanbul gebildet. Und deshalb bin ich reingefahren und bin aber, nachdem ich 3 Wochen hier war, vor meiner Abreise, ich sollte ja wieder zurückfahren, mein Mann ist ja in der Türkei geblieben, bin ich verhaftet worden und bin dann auch verurteilt worden. Ich hatte 15 Jahre Zuchthaus, war ich verurteilt, das war das schwerste Zuchthaus. Nach einer Beantragung des Todesurteils, das aber nicht ausgesprochen worden ist. Und so bin ich dann etwas über 4 Jahre im Gefängnis gewesen. Über diese ganze Arbeit habe ich ausführlich ein Buch geschrieben. Hier ist es. Das heißt Erinnerungen aus dem Widerstand. Und das füllt wirklich eine Lücke aus. Es gibt so viel Literatur über die Konzentrationslager, aber es gibt nichts darüber, wie Frauen jahrelang wirklich in den Zuchthäusern und Gefängnissen in der Nazizeit gelebt haben. Herbert Eichholzer, den Gründer der Widerstandsgruppe, werden die Nationalsozialisten 1941 verhaften und 1943 in Wien hinrichten. Wie vorteilhaft die Bedingungen in der Türkei auch sein mochten, leicht und sorglos war das Leben der Exilanten nicht. Denn auch im Ausland ließ das politische Geschehen in der Heimat sie nicht los. Schmerzlich empfunden wurde besonders, dass man nicht wusste,
wie es Verwandten und Freunden in der Heimat erging. Ironie des Lebens, sie wären wohl noch bedrückter gewesen, hätten sie gewusst, was in Deutschland in jenen Tagen geschah. Wir wussten zum Beispiel nicht, dass man meine Großmutter bereits in ein Sammellager verbracht hatte und die Nazis in Paris sie abtransportieren wollten. Mein Großvater konnte sie noch in letzter Minute frei bekommen. Sonst wäre es ihr wahrscheinlich so ergangen wie der Mutter von Professor Haurowitz, die im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet wurde. Oder wie den Angehörigen von Professor Gross oder Frau Isaac, die fast alle getötet wurden. Hinzu kam, dass unsere einzige offizielle Brücke nach Deutschland, unsere Konsulate und die Botschaft ja auch in den Händen der nationalsozialistischen Regierung waren. Ein weiteres Umfeld, das uns durch steten politischen Druck das Leben schwer machte. Wir haben uns 37 kennengelernt, ja, und auch gleich gut verstanden. Mhm. Und dann ging eine Zeit durchs vorüber und dann wollten wir heiraten. Ja. Und dann ging es aber nicht. Und warum nicht? Weil ich Italienerin war und ein Deutscher sollte keine Ausländerin heiraten. Und dann haben wir gewartet, weil wir dachten, das tausendjährige Reich geht auch mal vorüber. Ja. Und dann kam die Allianz zwischen Hitler und Mussolini. Und dann war ich über Nacht auf eine Persona gratissima katapultiert, ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Und wir durften heiraten. Dann war Folgendes. Sie haben noch eine Sache gehabt. Sie sind einmal verhaftet worden von der Polizei. Bitte? Von der Polizei hat man, die Polizei hat Sie einmal verhaftet. Ja, auch. Das war auch sehr klar. Können Sie uns den Fall mal erzählen? Sie gehen immer raus, auf und ab. Ja. Was ist denn da los, der Schule? Denn ich konnte die nicht anmelden, die Schule. Und wenn man hier also einen Privatunterricht gibt, der angemeldet ist, muss man das anmelden. Das konnte ich nicht. Ja, ja, ja. Aber man und hat da haben ja auch sie mich verhaftet und habe gesagt, ich darf keinen Unterricht mehr geben. Ach so. Dann kam ich hier aufs Gericht und auf dem Gericht habe ich mich aber sehr schön verteidigt. Und er sagte, nicht mein Verteidiger, sondern der Richter sagte, gut, unterrichte weiter. Ach so. Und einmal hat man hat sie ein zweites Mal auch wegen Spionageverdachts verhaftet. Stimmt das? Das ist die deutsche Botschaft. Können Sie uns das auch mal erzählen? Die hat keinen Verdacht gehabt, sondern die hat es so gemacht. Hat sie angezeigt? Ja, ja, einfach angezeigt. Und da hat die türkische Polizei sie verhaftet? Und da hat die türkische Polizei nicht. Da hat die türkische Unterrichtsbehörde hat gesagt, wir müssen sie verhaften lassen. Ja. Und da kamen sie in mein Haus. Da habe ich in meinem Haus verhaftet. Können Sie uns das mal erzählen, was ist dann passiert? Bitte? Was ist dann passiert? Können Sie uns das erzählen? Ich verstehe. Wie sind Sie wieder freigekommen? Ich bin freigekommen durch den Wali. Den Bürgermeister? Ja, ja. Bürgermeister ist eigentlich der Gouverneur. Der Präfekt, ne? Ja, der ja. Höchste hier. Mhm. Und der hat Sie dann wieder rausgeholt? Natürlich. Ja. Der hat mich nicht rausgeholt. Mein Mann hat mich rausgeholt. Einfach reingegangen und hat mich rausgeholt. Mit Anwälten? Ja. Mit Anwälten? Ja. Wie überall waren die Nazis auch in der Türkei organisiert. Es gab sogar einen verantwortlichen Gauleiter. Und als Griechenland gefallen und die Türkei und das Deutsche Reich sozusagen Nachbarn wurden, verstärkte sich der Druck auf die Exilanten. Eines Tages wurde mein Vater ins Generalkonsulat gebeten. Ihm wurde eröffnet, dass er eingezogen werde und nach Deutschland zurück müsse. Mein Vater lehnte es ab, für Hitler in den Krieg zu ziehen. Und außerdem sei seine Frau ja Jüdin. Dem könne durch eine Scheidung abgeholfen werden, meinte der Beamte. Und als mein Vater wiederum ablehnte, drohte der Herr, man sei ja schon in Griechenland, da sei die Türkei ja auch nicht mehr sehr weit. Da kennt ihr die türkische Armee schlecht, entgegnete mein Vater.
So leicht wie in Griechenland werdet ihr es nicht mehr haben. Aber ihr könnt es ja mal versuchen. Nun, die türkische Bevölkerung half uns über all diese Widrigkeiten hinweg. Dazu Erna Eckstein, Frau von Professor Eckstein, in ihren Erinnerungen. Wir hätten kein besseres Land aufsuchen können, als wir Deutschland verlassen mussten, als die Türkei. Vom ersten Tag ab wurden wir mit Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft aufgenommen. Zweifellos lag es auch an den deutschen Exilanten, dass sie so herzlich aufgenommen wurden. Auch sie zeigten sich offen und einfühlsam der noch unbekannten Kultur gegenüber. Auch sie wollten lernen, auch die Sprache, und zwar in allerkürzester Zeit. Durch diese engen Beziehungen gelang es der Türkei, im Schulwesen, im Rechtswesen und im medizinischen Bereich enorme Fortschritte zu verzeichnen, während außerhalb ihrer Grenzen ein blutiger Krieg die Zivilisation zerstörte. Von der Astronomie, der Zoologie, von der Chemie bis hin zur Archäologie wurden neue Wege beschritten, begann in der Türkei ein neuer Abschnitt der Forschung und Lehre. Auch in der Ausbildung der türkischen Lehrer, Ärzte und Juristen hatten die deutschen Wissenschaftler einen großen Anteil. Und neben dieser Lehrtätigkeit verwirklichten sie Projekte, deren Einflüsse heute noch wirksam sind, schufen sie Werke von bleibendem Wert. So gründete Fritz Arndt das Institut für Chemie an der Universität Istanbul und begann mit zeitgemäßen Experimenten auf diesem Gebiet. Wolfgang Gleisberg verbesserte die begrenzten Arbeitsbedingungen der türkischen Astronomen und legte den Grundstein für die Erforschung der Sonne. Und der Archäologe Hans Güterbock leistete bahnbrechende Arbeiten zur Entzifferung der hethitischen Bildschrift. Ernst von Aster, Walter Kranz und Hans Reichenbach gründeten erstmalig einen Lehrstuhl für westliche Philosophie an einer türkischen Fakultät. Gerhard Kessler, Fritz Neumark, Wilhelm Röpke und Alexander Rüstow waren die Begründer einer zeitnahen Nationalökonomie in der Türkei. Professor Fritz Neumark war zudem als Berater der türkischen Regierung maßgeblich an den Gesetzesvorlagen zur Einkommens- und Körperschaftssteuer beteiligt. Der Zoologe Kurt Kosvik entdeckte das Vogelparadies Manyas und setzte sich dafür ein, dass hier ein Nationalpark entstehen konnte und weltweit bekannt gemacht wurde. Es wurde auch auf dem Gebiet des Rechts, des Verkehrs, der Medizin, der Erziehung und der schönen Künste Beachtliches geleistet. Wie zum Beispiel im chirurgischen Krankenhaus Cerrahpaşa erstmalig Eingriffe im Brustbereich durch den Chefarzt Professor Rudolf Nissen und wesentliche Erneuerungen im Bereich der Zahnmedizin, besonders der Prothesen, durch Professor Alfred Kantorowicz. Philipp Schwarz brachte die Pathologie mit Schwerpunkt Gerichtsmedizin auf Weltniveau. Julius Hirsch war bei der Gründung des Instituts für Hygiene an der Universität Istanbul maßgebend. Friedrich Dessauer, Vorreiter in der Radiotherapie, Felix Haurowitz in der Biochemie und Siegfried Oberndorfer in der Pathologie, wobei Professor Oberndorfer auch die ersten Experimente in der Krebsforschung durchführen ließ. Bei der Einführung eines neuen Rechtssystems hatte sich die Türkei weitgehend an das Schweizer Zivilrecht und das italienische Strafrecht angelehnt. Das brachte für ein historisch und kulturell anders gelagertes Land eine Reihe von Schwierigkeiten mit sich. Um dem zu begegnen, führten Rechtswissenschaftler wie Andreas Schwarz und Ernst Hirsch
die neue türkische Juristengeneration in diese übernommenen Rechtssysteme ein. Von Professor Hirsch stammt außerdem die Gesetzesvorlage zum neuen türkischen Handelsrecht und die Vorlage zum Schutz der Rechte von Autoren und Kunstschaffenden. Der Aufbau des Konservatoriums in Ankara, sein Konzept des Lehrplans für westliche klassische Musik, ist das Werk des berühmten Komponisten Paul Hindemith. Paul Hindemith führte auch die wichtige Trennung von Theaterakademie und Konservatorium durch. Leitende Mitarbeiter in dem Konservatorium waren Ernst Pretorius, Lico Amar, Eduard Zuckmeier und Adolf Winkler. Und der große Mann des Theaters, Karl Ebert, gründete die Theaterakademie, leitete das erste Ensemble des Staatstheaters und inszenierte in der Türkei zum ersten Mal eine Oper in türkischer Sprache, die Madame Butterfly von Puccini, zu deren Premiere auch der Präsident der Republik İsmet İnönü erschien. Zwei namhafte Architekten und ein Bildhauer waren auch in die Türkei gekommen. Einer dieser Architekten war Bruno Taut. Bruno Taut und seine Mitarbeiter befassten sich in erster Linie mit dem Bau von Schulen und Hochschulen. So zum Beispiel in Ankara die Fakultät für Sprache, Geschichte und Geographie, die Mittelschule Cebeci und das Atatürk-Gymnasium, um nur einige zu nennen. Von Professor Taut stammt außerdem Kemal Atatürks Katafalk. Professor Tauts Mitarbeiterin, die Architektin Margarete Schütte-Lihotzky, befasste sich hauptsächlich mit dem Bau von Dorfschulen und Gewerbeschulen. Ja, zuerst habe ich Frauengewerbeschulen gemacht. Und da hat man mir zuerst alle Frauengewerbeschulen gezeigt, die da sind. Und da waren eben so Mädchen, die im Bett gelegen sind aus lauter Schmerz über den Tod von Atatürk. Das war direkt nach dem Tod. Ja, ja, ja. Und später habe ich dann Dorfschulen gemacht. Das war eine sehr interessante Sache. Denn es gab ja noch sehr viele Analphabeten auf dem Dorf. Und das Ministerium wollte, ich habe ja fürs Ministerium gearbeitet, wollte auf den Dörfern Dorfschulen bauen, erweiterungsfähig. Zuerst nur ein paar Klassen, zwei Klassen, drei Klassen, sodass man dann das später erweitern konnte. Und das waren also erweiterungsfähige, aber ganz primitive Bauten aus Lehm, damit die Bevölkerung selbst mit Eigenhilfe und mit einem Instruktor, der da mitkam, solche Dorfschulen errichten konnte. Und das war eine sehr schöne Aufgabe. Und ich war dann schon weg, aber ich habe gehört, es sind nachher eine Menge solche Dorfschulen gebaut worden. Der andere namhafte Architekt war Professor Clemens Holzmeister. Professor Holzmeister und seine Mitarbeiter entwarfen Regierungsbauten. Darunter auch so hervorragende wie das Palais des Präsidenten in Çankaya, Ankara. Aber seine wohl wichtigsten Bauten in der Türkei sind die Bakanlıklar, das Regierungsviertel, bestehend aus den Ministerien und das Parlamentsgebäude der großen Nationalversammlung. Davor steht das ebenfalls von Clemens Holzmeister entworfene Denkmal der Sicherheit und des Vertrauens, dessen Skulpturen von dem Bildhauer Anton Harnack stammen. Hinter diesem Denkmal liegen Innenministerium, Verkehrsministerium, Erziehungsministerium, Verteidigungsministerium, ferner das Generalstabsgebäude und das Palais des Obersten Gerichtshofs. Clemens Holzmeister wollte ursprünglich das Gebäude der Nationalversammlung in der Nähe der alten Festung von Ankara ansiedeln. Er änderte jedoch später diesen Standort und setzte das Parlamentsgebäude hinter die Ministerien auf eine dominierende Anhöhe. Das Denkmal der Sicherheit und des Vertrauens, die Ministerien und das Parlament liegen jetzt beieinander und symbolisieren somit die Einheitlichkeit des türkischen Staates. Der Bildhauer Rudolf Belling
hatte sich schon in den 20er Jahren als ein Wegbereiter der Moderne einen Namen gemacht. Aber auch er blieb vom Wüten Adolf Hitlers nicht verschont. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, wurden Bellings Werke als entartete Kunst diffamiert und aus Museen und öffentlichen Gebäuden entfernt. Zwei Werke Rudolf Bellings befinden sich in der Türkei. Die Skulptur ist mit Inönüs im Garten der Fakultät für Agronomie der Universität Ankara, für die der damalige Präsident persönlich dem Künstler Modell stand, und von wesentlich größerem Format das Denkmal İsmet İnönü zu Pferde, das ursprünglich auf dem Taksimplatz in Istanbul aufgestellt werden sollte. Auch bei dieser Arbeit besuchte İsmet İnönü, soweit es seine Zeit erlaubte, den Bildhauer in seinem Atelier, um sich vom Stand der Arbeiten des Bildhauers ein Bild zu machen. Das große İsmet İnönü-Denkmal, was 1941 fertig wurde, ja, aber nie zum Guss kam, dann kam es doch zum Guss. Ja. Es sollte aufgestellt werden, dann wurde es wieder nicht aufgestellt, weil die politische Konstellation war nicht die. Und zum Schluss war es in der Versenkung verschwunden. Und so hat es ein paar Jahrzehnte in irgendeinen Schuppen geschlummert. Ursprünglich sollte es auf den Taksimplatz gestellt werden. Ja. Und dann gab es, wie immer für ein Denkmal, gibt es immer Pro und Contra. Ja. Es sollte nicht hingestellt werden, weil es hieß ja, es würde ein paar Stufen höher stehen als das Atatürk-Denkmal. Das wollte man nicht. Ja, wie gesagt, es ist nachher verschollen geblieben. Und nach jahrzehntelang hat man es gefunden. Dann hatten sich die Militärs dazu entschieden, es wird aufgestellt. Und der ganze Sockel, der am Taksimplatz stand, wurde genau abmontiert und in Matschka, Taschkeschla heißt es, aufmontiert und das Denkmal raufgestellt. Und steht dort bis heute. Und steht dort bis heute und ich wurde dazu eingeladen, offiziell. Wann war das? Das war eine sehr schöne Einweihung, es war 1980, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und die anderen werden wir auch noch zeigen. Da stehen noch irgendwo anders einige von seinen Werken, so in der Größe wie dieses. Nein, in der Größe steht schon nichts. Es hätte stehen können. Ja. Aber mein Mann stand auf dem Standpunkt. Ich bin nicht dazu da, um Aufträge einzuheimsen, sondern Aufträge für meine Schüler zu bekommen. Ja. 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 Und wenn wo was war, hat er immer für seine Schüler gesorgt. Ja. Lehren und Ausbilden war das Hauptanliegen der deutschen Professoren, die in die Türkei gekommen waren. Aber dabei machten sie neben der sprichwörtlichen türkischen Gastfreundschaft noch eine andere Erfahrung. Professor Neumark schreibt darüber in seinen Memoiren, dass die Verbindung zwischen Schüler und Lehrer kaum irgendwo so herzlich und so lang andauert wie in der Türkei. Man kann ohne Übertreibung behaupten, dass das Verhältnis eines Schülers zu seinem Professor erst mit dem Tod eines der Beteiligten sein Ende findet. Ich habe diese enge persönliche Beziehung zu meinen Studenten als ungewöhnlich positiv empfunden. Leider fielen dunkle Schatten auf diese herzlichen Beziehungen und erfolgreiche Zusammenarbeit. Die dunklen Schatten eines mörderischen Krieges. Wenn die Türkei auch durch den Freundschaftspakt mit England und Frankreich vom 19. Oktober 1939 und durch den Nichtangriffspakt mit Deutschland vom 18. Juni 1941 ihre Neutralität wahren wollte, so ließ sich diese Politik nicht gänzlich durchhalten. Denn während einige Kilometer jenseits der türkischen Grenze der Krieg
mit unverminderter Heftigkeit andauerte, versuchten sowohl die Achsenmächte als auch die Alliierten mit aller Macht die Türkei in den Krieg zu drängen. Und es war schwer abzuschätzen, was in diesem Fall mit uns geschehen würde. Damals erschien in der türkischen Presse ein persönlicher Brief Adolf Hitlers an İsmet İnönü, in dem er dem türkischen Präsidenten versicherte, die Türkei nicht angreifen zu wollen. Andererseits erfuhren wir später, dass bereits im Januar 1943 die Alliierten in Casablanca beschlossen hatten, die Türkei, koste was wolle, in den Krieg hineinzuziehen. Und am 30. Januar 1943 kam der englische Premier Winston Churchill höchstpersönlich in die Türkei und versuchte in Adana İsmet İnönü zu überreden, gegen Deutschland in den Krieg zu ziehen. Auch auf den Konferenzen von Quebec und Moskau stand dieses Thema auf der Tagesordnung. Doch die Türkei wollte keinen Krieg. Noch auf der ersten Kairoer Konferenz im November 1943 erklärte der türkische Außenminister Menemen Ceoğlu seinem englischen Kollegen Anthony Eden, dass die Türkei auf einen Krieg noch nicht vorbereitet sei und lehnte den Vorschlag der Alliierten ab, militärische Stützpunkte in der Türkei zu errichten. Schließlich im Dezember 1943 luden der Präsident der Vereinigten Staaten Roosevelt und der englische Premier Churchill den türkischen Präsidenten İnönü nach Kairo ein. Hier arteten Churchills Vorschläge fast in Drohungen aus. Am 15. Februar eröffnete er, würden amerikanische und englische Flottenverbände die Türkei besuchen. Sollten die Türken sich dann weigern, diese Verbände zu empfangen, würden die Alliierten die Hoffnung auf eine Zusammenarbeit mit der Türkei endgültig aufgeben. Aber auch mit dieser Perspektive hatten die Alliierten keinen Erfolg. Schließlich am 1. August 1944, als endgültig feststand, dass das Dritte Reich am Ende war, sah sich die Türkei gezwungen, ihre diplomatischen Beziehungen zu Deutschland abzubrechen. Das bedeutete für die Deutschen in der Türkei, abgeschoben zu werden. Und zwar wir alle. Während jenseits ihrer Grenzen der Zweite Weltkrieg tobte, konnte die Türkei, umgeben von einem Ring aus Feuer und Tod, ihre Neutralität bewahren. Alle massiven Versuche, sowohl der Alliierten als auch der Achsenmächte, die Türkei als Verbündeten in diesen Krieg hineinzuziehen, schlugen fehl. Und wir, die Deutschen, die ab 1933 vor dem Terror Hitlers in der Türkei Zuflucht gefunden hatten, leisteten unterdessen unseren Beitrag durch Rat und Tat zu den Reformen, die im Lande trotz allem weitergeführt wurden. Doch als der politische Druck der Alliierten immer stärker wurde,
konnte die Türkei nicht umhin, ihre diplomatischen Beziehungen zum Dritten Reich am 1. August 1944 abzubrechen. Es war die Entwicklung war so, dass eben die Türkei ja dank İsmet İnönü außerordentlich geschickt jahrelang manövrierte mit dem Satz, mit England verbündet, mit Deutschland befreundet. Als dann 1944 die Invasion kam, haben die Alliierten sozusagen klaren Tisch gemacht und haben gesagt, nun liebe Freunde, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Und da haben die Türken verständlicherweise eben am 1. August 1944 die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland abgebrochen. Das hat der damalige Ministerpräsident Çukur Saracoğlu expressis verbis gesagt, wir sind gezwungen worden. Das bedeutete die Ausweisung aller Deutschen, ob sie nun dem nationalsozialistischen Regime verbunden oder seine Gegner waren. Was sollten wir nun tun? Wo konnten wir noch hin? Die ganze Welt befand sich im Krieg, während wir in tiefstem Frieden in der Türkei lebten. Doch unsere Sorge war grundlos. Uns wurde mitgeteilt, dass diejenigen, die von der türkischen Regierung namentlich genannt werden würden, und diejenigen, deren Pässe von deutschen Behörden mit einem J wie Jude, versehen worden war, im Lande bleiben konnten. Ebenso waren ausgenommen diejenigen, und da war die Universität Istanbul sehr viel rühriger als die Universität Ankara, die Universität Istanbul hat praktisch alle ihre Experten mit J oder ohne J reklamiert und damit aus dieser Maßnahme ausgenommen. Eben wir, nicht im Staatsdienst stehenden, hatten die Chance, eben diesen Asylantrag zu stellen. Ich habe den Antrag gestellt. Dieser Antrag wurde eben genehmigt mit der Auflage, in Kirche hier Wohnsitz zu nehmen. Doch die Deutschen, die in der Türkei bleiben durften, mussten ihren Wohnsitz in die mittelanatolischen Städte Çorum, Yozgat oder Kirche hier verlegen. Eine Art Internierung sozusagen. Wir Zivilpolis gelmiş, benim resim elinde. Demiş filan bu hanım arıyoruz. Acaba tanıyor musunuz? Evet dedim. Ben. Ha iyi. O kadar aradık size. Şimdi yarın lütfen sabah bilmem saat kaç filan yerde bulunuz. O kirşe, otobüsle Kirşehir'e gideceksiniz. Gittik. Orada herkes bir evi aradı. Wir sind nach Kirche hier gekommen und zunächst einmal, wir sind mit dem Bus sozusagen auf dem Marktplatz von Kirche hier abgesetzt worden und gesagt, voilà, hier seid ihr, ihr sucht euch euer Quartier. Es war so, dass natürlich war Kirche hier vorbereitet. Der Wali und Mektupçu hieß es damals, das war der Stellvertreter des Walis und der Sicherheitsdirektor wussten. Wir sind damals also dann losgezogen und haben gesehen, wo gab es Häuser zu vermieten. Die eine Menge Kirchierer Bürger waren eben in ihre Bar-Evlerie, in ihre Sommerhäuser sozusagen ausgewichen, um mit dem anderen, mit ihren eigentlichen Wohnungen eben Mieten zu kassieren. Die ersten Versuche, das zu mieten, liefen sich insofern fest, als Preise verlangt wurden, die fast an Istanbuler Mieten erinnerten. Ich bin dann verhältnismäßig schnell, schon dank der Tatsache, dass ich damals schon, da war ich unter Blinden der Einäugige, ich konnte besser Türkisch als die meisten von denen, und bin dann zum Sicherheitsdirektor gegangen und habe ihm die Situation geschildert. Der hat gelacht und hat gesagt, sucht euch eure Wohnungen und ich schicke einen Beamten mit und dieser Beamte bestimmt die Mieten, die da angemessen sind. Und auf diese Weise haben wir schon als erstes Mal, wie soll ich sagen, von der staatlichen Seite her, alle Erleichterungen und haben dann uns eben eingemietet, wohin wir kamen. Doch auch nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen änderten weder die Bevölkerung noch ihre Beamten uns gegenüber ihr Verhalten. Sie hatten etwas gegen Hitler, nicht gegen die Deutschen. Ich erinnere mich noch sehr gut. Es waren Ferien, die Familie saß beim gemeinsamen Frühstück, als zwei Beamte in Zivil anklopften. Sie entschuldigten sich wegen der Störung.
die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland seien ja jetzt abgebrochen. Auch das bedauerten sie. Und aufgrund dieser politischen Lage müssten wir entweder nach Deutschland zurückkehren oder interniert werden. Mein Vater entschied sich natürlich für die Internierung. Und auf die klassische Frage, wann, sagte einer der Beamten, etwas peinlich berührt, nach dem Frühstück. Nun, wir hatten keine andere Wahl, packten unsere Koffer und machten uns wieder einmal mit leichtem Gepäck auf den Weg. Und so kam ich zum ersten Mal hierher nach Chorum. Und während ich hier sitze, werden die Erinnerungen an jene Tage vor meinen Augen quicklebendig. Wir befürchteten, in ein Internierungslager gesperrt zu werden. Aber es schien gar keins zu geben. Darum ging mein Vater zur Präfektur, um Näheres zu erfahren. Als er zurückkehrte, berichtete er, dass für uns gar kein Lager vorgesehen war. Wir könnten uns in der Stadt wie ganz normale Bürger einmieten, allerdings unter zwei Bedingungen. Erstens, die Stadt nicht zu verlassen und zweitens, nicht zu arbeiten. Ich schätze, dass ungefähr 200 Deutsche nach Chorum gekommen waren. Und wir alle lebten ohne besondere Kontrollen. Und mit der Bevölkerung bahnten sich auch wieder freundschaftliche Beziehungen an. Wir taten den Türken leid. Und sie taten alles Erdenkliche, um uns den Alltag hilfreich zu erleichtern. Köşe içinde çok güzeldi. Hep şey bağlı. Akşam yürürken her köle bize üzüm veriyordu, elma veriyordular. Hiç satın lüzum de almak. Çünkü hep hediye ettiler. Trotz alledem, ohne Geld ging es nun einmal nicht. Und anfangs hatte jeder mehr oder minder damit seine Schwierigkeiten. Doch dann wurden wir von verschiedenen Hilfsfonds unterstützt, auch vom Roten Halbmond, der dem Roten Kreuz entsprechenden türkischen Organisation. Mein Vater holte sich, soweit ich mich entsinne, jeweils am Monatsersten unser Geld von der Präfektur. Ein Hilfsfonds gegründet, in den aber auch die in Istanbul und Ankara verbliebenen Experten Geld einzahlten, sodass wir in den ersten Monaten aus diesem Hilfsfonds heraus in Fällen der Bedürftigkeit einspringen konnten. Nun ist das eine sehr undankbare Sache gewesen. Ich hatte damals die nicht sehr schöne Aufgabe, das zu erkunden. Wenn jemand Geld riecht, dann bleibt es eben etwas problematisch. Und wir waren sehr froh, als am 1. Januar 1945 der Kissel-Ei, der Rote Halbmond, es übernahm, geordnet für alle mit Zwangsresidenz, oder nennen wir sie Internierte. Ich meine, wir waren eben nicht interniert, denn wir konnten uns frei bewegen. Aber für alle Ansässigen dort monatlich einen festen Betrag, es waren damals 37,50 pro Person, zu zahlen. Das war nicht üppig, aber das reichte durchaus, um dem, eben dem dortigen Lebensstandard zu entsprechen. Und also vom 1. August 45 an, fast am 1. Januar 45 an, konnten wir eben dort, hatte jeder sein Auskommen. Es wurden außerdem noch Heizgelder wurden dazu gezahlt, es wurden auch noch in Bedürftigkeitsfällen besondere Zuwendungen gemacht, aber eben wie gesagt, mit dem Satz 37,50 pro Person, erwachsene Kinder, ganz egal, konnte man de facto. Die türkischen Beamten, wohlwollend wie eh und je, drückten beide Augen zu, wenn jemand von uns das Arbeitsverbot nicht so ernst nahm. So baute ein Landsmann zum Beispiel einen Ofen, in dem man jegliches Brennmaterial, Trockendunk inklusive, wirksam und sparsam verheizen konnte. Ein anderer, Fleischer vom Beruf, übernahm die von den türkischen Bauern in ihren Feldern erlegten und aus religiösen Gründen verschmähten Wildschweine und versorgte uns mit preisgünstigen Sonntagsbraten. Lokante da açtım orada. Böyle iki mangal lokantası.
Atem? Jo. Aber ich im Mangal war, das ein bisschen juckt. Wie war der Herr? Halt mich geschätzt, den Herr, gönn dir mich ja pürdung. Ein Topf für mich. Bitterbach, ja. Bitterbach für mich. Mensch, er eine Reihe pürdung muss. Och, nebel dem. Makarne, wer ätest denn, ja. Schaut ja noch mehr um. Bele, ha, Fiffschälere. Als ich Arzt, als ich also Mediziner, medizinische, sagen, dann hat der Chirurg hat das nicht gerne gesehen. Der türkische Chirurg. Der türkische Chirurg. Und da hat man mich also beschattet und verfolgt. Der Wali hat sich nicht hineingemischt, keiner hat ein Wort gesagt. Nun musste ich Acht geben beim Rezept der Ausstellung. Das heißt, Sie haben dort Kranke behandelt? Ich habe mich Kranke nicht behandelt allein. Sondern ich bin zu dem Internisten gegangen. Einem türkischen? Einem türkischen. Das war der Dr. Haki Kutkam. Und mit dem habe ich mich verbindet und habe in seiner Ordination die Patienten gesehen. Wir haben sie dann behandelt. Mit dem türkischen Arzt gemeinsam? Krank, mhm. Ja. Das heißt, Sie hatten dort dann praktisch ein Einkommen aus Ihrer Originaltätigkeit als Mediziner? Wir haben das geteilt. Ja. Nicht wahr, die Hälfte hat bekommen der... Dr. Haki und die andere Hälfte hat er mir gegeben. Er hat einen Vorteil gehabt, ich habe einen Vorteil gehabt. Es dauerte nicht lange und die internierten Lehrer eröffneten in Chorum eine Art Schule. Unter ihnen auch Pater Pruszynski aus Graz, der schon im Gymnasium St. Georg mein Lehrer gewesen war. Pater Pruszynski las übrigens in einem geeigneten Raum täglich die Messe, die besonders an Sonn- und Feiertagen auch von Nichtkatholiken besucht wurde. Meines Wissens hatten die internierten Deutschen in Kircheheer auch eine Art Schule eröffnet. Ich selber habe etwas ungewöhnliches vielleicht getan, indem ich das klingt kühn, eine Schule gründete. Ich meine, es war eben das Problem dieses, dass eben etwa doch 20 Kinder unter den Internierten waren. Und dass diese Kinder natürlich, dass die Eltern darüber, dass die Kinder von früh bis abends nichts taten, nicht sehr glücklich waren, liegt auf der Hand. Ich habe damals zusammen mit dem katholischen Pfarrer und einer Internierten, nennen wir sie auch ruhig, jungen Österreicherin, eine Art Schule gegründet. Das heißt, wir haben in dem großen Haus des Gesundheitsdirektors, das meine Schwiegereltern, künftigen Schwiegereltern gemietet hatten, im Parterre einen Raum bereitgestellt und haben in diesem Raum jeden Tag von 8 bis 1 unterrichtet, wobei wir nicht unbedingt den Ehrgeiz hatten, den Kindern viel Neues beizubringen, wenn es auch auf sprachlichem Gebiet einiges geschehen konnte, sondern vor allen Dingen aber, dass sie wenigstens das, was sie bis dahin gelernt haben, nichts vergessen. Also wie gesagt, diese Schule florierte, wenn Sie es so wollen, und war eine zeitnehmende Institution. Ich hatte mich mit Fuad und Hilmi, den Söhnen unseres Hauswirts Isambe, angefreundet. Und die Schwester der beiden, Bedia, freundete sich mit meiner Schwester Edith an. Fuad und ich waren gleichaltrig und so flanierten wir gemeinsam in der Stadt umher. Doch hin und wieder schwangen sich die Brüder auf ihre Pferde und ritten in die umliegenden Dörfer, wo die weithin bekannten Chorumer Kämpfe der Gänseriche stattfanden. Eines guten Tages meldete ich mich beim Polizeidirektor an und bat ihn um Erlaubnis, mit meinen Freunden in die Dörfer zu reiten. Er sah mich an, lachte und sagte, du wirst uns schon nicht ausbüchsen. Ich bin sicher, dass du abends zu deinen Eltern nach Hause zurückkommst. Reite also los. Damit war für mich das Verbot, die Stadt zu verlassen, auch aufgehoben. Und ich konnte endlich die Chorumer Gänserichkämpfe sehen. Ich mochte schon immer gern zeichnen und malen
Und jetzt hatte ich viel Zeit und das Glück, den Philologen Dr. Traugott Fuchs kennenzulernen. Er war fast jeden Tag mit Zeichen, Block und Farbstiften unterwegs und fand er ein geeignetes Motiv, machte er seine Skizzen. Bei ihm habe ich viel gelernt. Ich begleitete ihn, schaute ihm bei der Arbeit zu und zeichnete unter seinen prüfenden Blicken. Welch freudige Überraschung, als ich bei meinem jetzigen Aufenthalt in der Türkei einen Bildband mit seinen wunderschönen Skizzen und Aquarellen, zum Teil auch aus jenen Çorumer Tagen, entdeckte. In Çorum übte ich auch wieder öfter Akkordeon. Eines Tages suchte mich der Kapellmeister der Garnison auf. Er habe gehört, dass ich Akkordeon spiele, und er bat mich, beim alljährlichen Ball der Offiziere mitzumachen. Er selbst spielte übrigens hervorragend Violine. Naja, wir haben dann der Militärkapelle die damals gängigen Tänze eingeübt, La Comparsita, Donauwellen oder den Lambeth Walk, Pianissimo, versteht sich. Und es wurde ein voller Erfolg. Und auch Deutsche waren herzlich eingeladen. Das war insofern, wir haben eben aus den ja schon wiederholt zitierten Gründen, durften wir nicht heiraten. Meine Frau war rein Arif, wie das so schön heißt. Und als wir nach Kirchhie kamen, haben wir uns an den Bürgermeister gewandt. Und der Bürgermeister hat juristisch voll zu Recht gesagt, es gab das deutsch-türkische Handels- und Schifffahrtsabkommen aus dem Jahr 1925. In diesem Abkommen war bestimmt, dass jeweils die Gesetze des anderen Landes, des Partnerlandes, gelten, wenn zwei Bürger aus dem anderen Land eben auch heiraten oder sonst was. Das heißt also, wenn zwei Deutsche heiraten, galten eben die deutschen Gesetze. Nicht die von 1925, sondern die inzwischen von 1935 beschlossenen Gesetze. Aber darauf hatte ja die Türkei keinen Einfluss. Aber der Bürgermeister macht uns schon darauf aufmerksam, dass das deutsch-türkische Handels- und Schifffahrtsabkommen zum 31. Dezember 1944 gekündigt war und dass er danach freie Hand habe. In den ersten Januartagen 1945 schickte uns der Bürgermeister sozusagen einen reitenden Boten ins Haus und hat gesagt, jetzt kann ich Sie verheiraten. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, wir wollen am 13. Januar heiraten. Und